Ich muss hier raus, verstanden? Morgen. Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Beruhig dich mal. Kannst du bitte mit deiner aufhören? Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Oh Junge, ich krieg Kopfschmerzen. Hör auf damit. Wo kommst du auf einmal her? Wie können wir überhaupt reden? Woher soll ich das wissen? Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefunden? Verpiss dich endlich! Für wen arbeitest du? Mach's Maul auf! Fuck! Fuck! Ganz großes Fuck. Dreckiger Chip. Ich reiß ihn selbst raus. Nein, warte! Mach das lieber mal nicht. Ich werde die Kontrolle haben. Oh, 21. Ich finde einen Weg. 22 FPS, 18 FPS. Hörst du? Oh, ich sage jetzt einfach mal, das gehört zum Spiel. Auf Nimmerwiedersehen, Arschloch! Aber nicht so! Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab! Na los! Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren. Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Lass mich in Ruhe. Na los, verpiss dich einfach. Kugel in den Kopf. Gib keinen anderen Weg. Hörst du Schlampe? Schieß dir ins Hirn, verdammt. Das ist mal ein richtiger Kater. Akt 2. Zur höchste. Gibt's hier was zu essen? Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Hol so ein bisschen mal Beine hoch. Gibt es eigentlich nur Werbung? Just Ads. Sergeant Sale. Okay, soll ins Inventar. Ah, ich bin ja komplett nackt. Ich muss meine Hose anziehen. Entschuldigung. Entschuldigung, dass ich so vor euch trete.
Okay, dann Oberkörper. Die Maske ist cool. Und Schuhe auf jeden Fall noch. 15, 18. Okay, Waffen. Jetzt kann ich Waffen wechseln, ich bin begeistert. Okay, ich würde mal sagen, dann machen wir hier noch eine Shotgun rein und dann sind wir eigentlich ziemlich glücklich. E-Mails sollen wir noch checken. Wir sollen noch was zu essen finden. Wo könnte hier nochmal was zu essen rumliegen? Takemura hier. Wir müssen reden. Definitiv. Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner. Ich warte. Ah, Bildstörung. Oh. Gucken, was der Waffentyp da hinten noch hat. Hey! Wie? Muss schon ein paar Wochen her sein. Dachte schon, du hättest die Stadt verlassen. Hatte Ärger, das Übliche. Aha, dann willst du dein Arsenal aufstocken, ja? Klar. Sag mal her. Was hat er denn so? Guck mal, die ist doch besser als das, was ich habe. Also Munition ist immer gut. In jeglicher Form. Ich glaube, da sind wir erstmal eine Weile gut ausgestattet. Des Fliegerkonzerns Arasaka. Das langjährige Oberhaupt der Arasaka Corporation wurde. Hallo, ich bin Arif Iqbal mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Heute betrauern wir den Herzlichen.
So. Mama Wells, Kontakt hinzugefügt. Oh, da muss man ja auch noch hin. Das ist die Farbe. Hey, lass mal. Jeder Fixer hat gerade. Wenn du das Fahrzeug kaufen willst, wird es in einem Angebot koppeln. Okay. Ja, aber lass mal. Nee, lass mal. Geh weg. Bitte. Du siehst besser aus. Während der Autofahrt dachte ich, du schaffst es nicht. Ich auch nicht. Warum hast du mir überhaupt geholfen? Ich brauchte dich lebend. Das tue ich immer noch. Geht's um den Biochip? Sind wir deshalb hier? Hab gehört, dass er irreparabel beschädigt wurde. Jeder Versuch, ihn zu entfernen, wäre tödlich für dich. Vic plaudert wohl gerne. Du solltest dankbar sein für das, was er für dich getan hat. Was genau willst du von mir? Als erstes musst du mir sagen, wo ich Evelyn Parker finde. Evelyn? Wofür brauchst du sie? Sie und Yorinobu Arasaka hatten eine intime Beziehung. Sie weiß, wo er angreifbar ist. Ich wollte eh mal mit ihr reden. Sie hat mir ihre Hilfe versprochen, um den Chip loszuwerden. Darauf solltest du nicht vertrauen. Sie ist wahrscheinlich schon lange verschwunden. Dann hast du deine Frage selbst beantwortet. Sie ist nicht mehr hier. Warum glaubst du, dass sie dir mit dem Chip hätte helfen können? Hilft dir ein anderer Konzern? Du stellst ganz schön viele Fragen. Und du gibst mir viele interessante Antworten. Vielleicht solltest auch du mal was Interessantes sagen. Ich habe vor, Yorinobu Arasaka für sein Verbrechen zu bestrafen. Tut mir leid, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich sollte dann los. Warte, ich brauche dich. Yorinobu Arasaka muss für den Mord an seinem Vater bezahlen. Du willst Gerechtigkeit in Night City? Ich will Rache. Weitaus realistischer hier. Ich habe Verbündete, um Yorinobu in die Knie zu zwingen. Ich brauche nur Beweise. Und du denkst, sie glauben der Söldnerin? Mehr habe ich nicht in der Hand. Und ich kenne hier niemanden. Bin auf der Flucht. Werde gejagt. Was, wenn ich Nein sage? Dann nenne ich dir die Belohnungen dafür, dass du Ja sagst. Also was? Wir spazieren einfach in Sarasaka Hauptquartier und schreien heraus, dass Yorinobu seinen eigenen Vater umgebracht hat? Wir bekommen eine Anhörung vor vernünftigen Menschen. An einem neutralen Ort. Gewisse Prozeduren werden die Wahrheit ans Licht bringen. Ein Lügendetektor? Vergiss es. Dann wird's Zeit für Option B. Du stirbst. Hast keine Ahnung, wie du dich retten kannst. Ein Chip, der Relic, ist schuld. Arasaka-Technologie. Und nur Arasaka weiß, wie sie funktioniert. Dieser Konzern kann dich ebenso leicht retten wie verschwinden lassen. Du brauchst nur die richtigen Leute auf deiner Seite. Simple Politik. Und was für Leute meinst du genau? Leute, denen Arasaka wichtig ist. Denen das sichere Wachstum des Konzerns am Herzen liegt. Du meinst Leute wie Anders Hellmann? Woher kennst du diesen Namen? Hab mich vernünftig auf den Job vorbereitet. Hellmann hat den Relic erfunden. Wohl kaum. Er ist nur eine Schachfigur. Ich dachte an jemand Mächtigeren. Außerdem hat Hellmann Arasaka verraten und ist entkommen.
Tanako-san. Kwai dekte kwai des. Kochira koso. Nun, Hanako-san. Zunächst würde ich gern von Ihnen wissen... Überall dreckiger Saka-Abschaum. Hey, das wollte ich mir anhören. Schnauze. Niemand außer dir will den Scheiß über diese Konzernschlampe sehen. Was hast du gesagt? Soll ich's wiederholen? Lass gut sein, Takemura. Wenigstens einer von euch weiß, was gut für euch ist. Tom ist in Ordnung. Er nimmt einfach kein Blatt vor den Mund. Das ist alles. Er erinnert mich an meinen Vater. Der hat auch sein Leben lang in einer Küche gearbeitet. Das Letzte, was wir wollen, ist auffallen. Verzeihung. Ein dummer Reflex. Danke für das Angebot. Ich muss drüber nachdenken, aber ich melde mich. Ich brauche Zeit zum Planen, Organisieren. Wird sich für dich auszahlen, mir zu helfen. Ich will dich bitten, nicht die Stadt zu verlassen. Was? Warum sollte ich das denn tun? Ich brauche Hilfe. Und am ehesten finde ich die hier. Wer soll dir außer Arasaka-Experten helfen? Du hast keine Alternative. Wir haben doch gerade über einige gesprochen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Mit ein bisschen Glück finde ich Evelyn. Wenn sie dir vorher nicht helfen konnte, kann sie das jetzt auch nicht. Verbrecherkodex. Schon mal von gehört? Das habe ich. Ein seltsamer Ausdruck. Ganoven besitzen keine Ehre. Das würde Yorinobu so unterschreiben. Garantiert. Diese Parker wird dir nicht helfen. An deiner Stelle würde ich mir einen Plan B überlegen. Anders Hellmann. So heißt der Entwickler des Chips. Um den Relic loszuwerden, muss ich ihn finden. Und wenn ich dafür noch mehr Ärger mit Arasaka bekomme, drauf geschissen. Hellmann hat Arasaka verlassen. Hab selbst eine halbe Ewigkeit nach ihm gesucht. Er war, wie heißt es noch, wie vom Erdboden verschluckt. Da war aber jemand fleißig die letzten Tage. Solange es da draußen Informationen gibt und ich mich auf alles vorbereiten muss, werde ich nicht still sitzen. Ist ja auch dein Job. Das war mein Job. Warum hast du Hellmann gesucht? Er war es, der Saburo auf Yorinobus Intrige aufmerksam gemacht hat. Er kannte sie beide gut und könnte ein wichtiger Zeuge sein. Konzernratten quietschen immer, wenn man sie am Schwanz packt. Mehrere Tage lang habe ich Informationen gesammelt. Alle Spuren führen zu einem Club, dem Afterlife. Den kennen wir. Ich wurde von der Königin der Fixer dort abgewiesen. Rogue. Die kennen wir auch. Weil sie dich für einen Konzerner hielt? Nein. Sie hielt mich für Saburosans Mörder. Rogue ist gut informiert und bekommt alles mit, was in der Stadt passiert. Vielleicht hat sie eine Ahnung, wo Hellmann steckt. Viel Glück dabei. Die Frau ist wählerisch, teuer und unverschämt. Ich kann nicht länger hier bleiben. Such ruhig nach Parker oder Hellmann, wem auch immer. Ich muss Freunde von mir um ein paar Gefallen bitten. Sobald meine Leute bei Arasaka bereit sind zuzuhören, rufe ich dich an. Mhm. Na dann. Wenn du Hellmann tatsächlich findest, lass es mich wissen. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu vergleichen. Jo, bis dann.
Sepperpackung und Dreck. Manche Sachen ändern sich nie in Night City. Arasaka ist immer noch eine despotische Maschine und die Welt auf Kollisionskurs mit dem Chaos. Aber hey, wenigstens ist Rogue noch am Leben. Du hast echt Nerven. Erst willst du mich töten, jetzt willst du mein Kumpel sein? So tun, als wäre nichts passiert? Du weißt schon, dass du nichts laut sagen musst, um mit mir zu reden. Was willst du von mir? Ich spiele so nach einer Runde Nachdenken meine Meinung geändert. Will dich nicht mehr umbringen. Das ist aber nett. Fick dich, Arschloch. Hey, ich hatte es auch schwer. Du bist auf einer Müllhalde aufgewacht. Ich in deinem Kopf. Mitten in deinen Gedanken. Erinnerung. Gleichstand, würde ich sagen. Ich habe einen Schritt zurückgemacht und nachgedacht. Wir könnten einander helfen. Am besten fangen wir mit Rogue an. Wir kennen uns schon seit Urzeiten. Warum sollte ich dir trauen? Sag's mir. Vertrau mir oder auch nicht, mir scheißegal. Ist echt das kleinste unserer Probleme. Du bist Vergangenheit, Arschloch. All deine Freunde sind entweder tot oder zu alt. Oder mich das Rogue 50 Jahre später noch genauso aussieht. Johnny Silverhand ist als Legende gestorben. Das vergisst niemand. Genau. Du kennst Rogue. Und was soll ich hier sagen? Mein sprechender Gehirntumor behauptet, er wäre ihr alter Kumpel Johnny? Glaub mir, Rogue hat schon dümmeren Scheiß gehört. Schon vor Ewigkeiten, als du nicht mal ein Kitzeln im Hodensack deines Papas warst. Spar dir das Gelaber. Ich habe deine Erinnerungen gesehen. Widerlich. Überlass Rogue einfach mir. Die tanzt nach meiner Pfeife. Bring uns nur ins Afterlife. Es gibt kein Uns.